Schickt der mir schon wieder so ein Bugti-Video. Die Aussage ist, dass die Gefährlichkeit vergleichbar ist mit der Grippe. Da werde ich ein bisschen jetzt verärgert. Das Problem ist, dass das Label Corona-Tod wird einfach aufgeklebt, wenn jemand testpositiv ist. Kommt euch bestimmt bekannt vor, oder? Obwohl die Corona-Fallzahlen seit Wochen hoch sind, die Intensivstationen in vielen Regionen schon an der Kapazitätsgrenze sind und auch die Zahl der täglichen Todesfälle weiter steigt, gibt es immer noch eine Menge Leute, die sagen, ach Corona, das ist doch gar nicht so schlimm. Wo ist das Gesetz geschrieben, dass man eine Maske tragen muss? Wir können ja jemanden anstecken. Was kann ich? Jemanden anstecken. Mit was denn? Corona. Was ist das denn? Es gibt keine Pandemie, also weil es ist eine Plandemie. Man sieht es an den Zahlen, es ist einfach fake. Also. Die Argumente auf diesen Demos stammen häufig von so Leuten wie Suchari Bhakti, von Wolfgang Wodak oder von Bodo Schiffmann. Und in diesem Video wollen wir die hartnäckigsten Thesen der Corona-Verharmloser auseinandernehmen. Wir erklären euch, welches System hinter der Argumentation dieser Leute steckt und warum so viele Menschen ihnen glauben. Herzlich willkommen bei Quarks. Um es gleich mal vorneweg zu sagen, es geht in diesem Video nicht darum, Leute zu bashen, die Zweifel daran haben, ob wirklich alle wissenschaftlichen Erkenntnisse zu Corona stimmen. Bei Corona gibt es täglich neues Wissen und oft ist das Wissen von heute in 2 Wochen schon wieder veraltet. Wir erleben gerade Wissenschaft im Schnelldurchlauf. Es hat aber einen guten Grund, dass Leute wie Bhakti und ihre Thesen kaum in der Berichterstattung vorkommen und das hat nichts mit Unterdrückung zu tun. Die Thesen, die man von Bhakti und Co. oder auf Corona-Demos oder in irgendwelchen Flugblättern zu lesen bekommt, das sind im Prinzip immer die gleichen. Und die Kernthese ist, die Maßnahmen sind übertrieben, vielleicht sogar überflüssig, weil Corona in Wirklichkeit gar keine Gefahr ist. Und es gibt 3 Argumente, die eigentlich immer wieder kommen. Das 1. Argument ist, Corona ist gar nicht gefährlicher als zum Beispiel eine Grippe. Das 2. Argument ist, die Menschen sterben mit Corona und nicht an Corona. Und das 3., ja, selbst wenn sie sterben, dann sterben sie wegen der Masken und dem Stress und gar nicht, weil die Krankheit so gefährlich wäre. Schauen wir uns die Argumente doch einfach mal an. Das ist der Klassiker auf jeder Querdenken-Demo und leider auch in unseren Kommentarspalten. Suchari Bhakti, früher mal Professor für Mikrobiologie an der Uni Mainz, drückt es so aus. Die Aussage ist, dass die Gefährlichkeit vergleichbar ist mit der Grippe. Ja. Punkt. Also checken wir das mal. Wenn es um die Gefahr von Infektionskrankheiten geht, dann schauen viele vor allem auf die Sterblichkeit. Genauer gesagt auf die Infektionssterblichkeitsrate, kurz IFR. Die zeigt, wie viele der Menschen, die sich mit einem Krankheitserreger angesteckt haben, am Ende auch daran sterben. Bei der saisonalen Grippe, also der Influenza, liegt diese Infektionssterblichkeitsrate zwischen 0,1 und 0,2%. Das heißt, von 1000 Infizierten sterben 1 bis 2 Menschen, je nachdem, wie schwer die Grippesaison verläuft. Ganz exakt kann man diese Zahlen nicht angeben, das sind oft eher Schätzungen, auch weil auf die Influenza nicht wirklich getestet wird. Tja, und wie ist das jetzt bei Corona? Naja, da wird die Sache schon etwas schwieriger. Man braucht auf der einen Seite die Todeszahlen. Die sind noch recht einfach zu bekommen. Man muss aber auch wissen, wie viele Menschen wirklich infiziert sind. Und da man von einer relativ hohen Dunkelziffer ausgeht, ja, da sind die Zahlen relativ unsicher. Also macht man sogenannte Antikörperstudien, um herauszufinden, wie viele Menschen in einer Region wirklich infiziert waren. Und damit kann man dann die Sterblichkeitsrate berechnen. Und wie hoch ist die jetzt? Naja, das kommt darauf an, in welche Studie man reinschaut. Suchari Bhakti und Co. nehmen dafür gerne eine Studie von John Ioannidis. Der ist Professor an der Uni Stanford und hat für die WHO eine Studie gemacht, eine Meta-Analyse, bei der er verschiedene solcher Antikörperstudien aus der ganzen Welt miteinander verglichen hat. Und er kommt auf einen durchschnittlichen Wert für die IFR von 0,27%. Da könnte man sagen, so weit ist das gar nicht von der Grippe entfernt. Kleines Problem bei dieser Studie, in der Wissenschaftscommunity wurde sie ziemlich kritisiert oder besser gesagt ziemlich zerrissen. Wir haben euch eine sehr gute Kritik der Ioannidis-Studie von Volksverpetzer verlinkt. Es gibt nämlich eine ganze Reihe von Fehlern in dieser Studie. Daten wurden falsch übernommen, Studien mit schlechter Qualität wurden in die Meta-Analyse mit einbezogen und andere Untersuchungen einfach komplett ignoriert. Auch in den Berechnungen wurden einige Fehler gemacht. Und auf diese Art und Weise kommt am Ende dieser niedrige Wert von 0,27% raus. Es gibt inzwischen aber deutlich bessere Meta-Analysen zur Sterblichkeitsrate. Und die kommen auf ganz andere Werte. Je nachdem, wie die Altersverteilung in einer Bevölkerung ist, schwankt die Sterblichkeit
Wahrscheinlichkeit zwischen 0,23% für ein Land mit einer eher jüngeren Bevölkerung bis hin zu 1,15% für ein Land mit einer eher älteren Bevölkerung. Denn man weiß ja, an Covid-19 sterben eher die Älteren. Für Deutschland kommt man so auf einen Wert von ungefähr 0,8 bis 1%. Ja, und das ist deutlich höher als bei der Grippe. Auch an einer anderen Zahl kann man übrigens sehen, dass Corona tatsächlich gefährlicher ist als die Grippe, und zwar an der sogenannten Übersterblichkeit. Da schaut man, wie viel mehr Menschen in einem bestimmten Zeitraum gestorben sind, als im Durchschnitt der vergangenen Jahre. Und selbst hier behaupten die Verharmloser übrigens, es gebe gar keine Übersterblichkeit, wenn man sich die Zahlen für Deutschland anschaut. Tatsächlich ist über das ganze Jahr betrachtet nur eine geringe Übersterblichkeit in Deutschland zu sehen. Für den April aber sieht man, dass die Zahlen deutlich höher liegen als in den Vorjahren. Und auch in anderen Ländern kann man eine deutliche Übersterblichkeit erkennen. Hier dieses Diagramm fasst 26 europäische Länder zusammen und es sieht dann so aus. Und auch in den USA gibt es eine deutliche Übersterblichkeit und ganz ehrlich, die haben auch kein anderes Virus als wir. Dass die Todeszahlen bei uns deutlich niedriger ausgefallen sind als in anderen Ländern, hat natürlich auch mit den strengen Maßnahmen in Deutschland zu tun. Die haben verhindert, dass sich noch mehr Menschen anstecken und sterben. Aber auch das wird von den Verharmlosern gerne bewusst ignoriert. Die erhöhten Todeszahlen kann man nicht mehr leugnen. Und darum kommen viele Verharmloser jetzt mit einem neuen Argument. Das Problem ist immer wieder, und da werde ich ein bisschen jetzt verärgert. Das Problem ist, dass das Label Corona-Tod wird einfach aufgeklebt, wenn jemand testpositiv ist. Das ist die ganze Tragik in dieser Geschichte. Und das wird immer noch gemacht. Das müsste verboten werden. Denn das ist eine Verdummung des Volkes. Oder auch oft gehört, Corona-positiv und einen Autounfall gehabt? Ja, ist doch klasse, dann haben wir da doch schon den nächsten Toten für die Corona-Statistik. Und nein, das ist natürlich nicht so. Die Corona-Verharmloser nutzen hier eine kleine Ungenauigkeit in den Daten. Die Gesundheitsämter erfassen die Zahlen und schicken sie ans Robert-Koch-Institut. Und tatsächlich zählt das RKI in seiner Statistik sowohl Menschen, die an Corona gestorben sind, als auch die, die mit Corona gestorben sind, also bei denen man sich nicht ganz sicher ist. Das heißt aber nicht, dass jeder Tote mit einem positiven Corona-Test auch als Corona-Toter gezählt wird. Dafür muss plausibel gemacht werden, dass der Tod auch tatsächlich was mit der Corona-Infektion zu tun hatte. Der Autounfall hat mit der Corona-Infektion nicht so viel zu tun. Und klar gibt es da manchmal auch Unsicherheiten. Nicht in jedem Fall ist man sich hundertprozentig sicher, weil es zum Beispiel auch schwere Vorerkrankungen gibt. Aber das Krankheitsbild von schweren Covid-19-Verläufen ist schon sehr charakteristisch. Es gibt zum Beispiel Veränderungen an der Lunge, die man bei anderen Lungenerkrankungen nicht so sieht. Schlussendlich kann natürlich nur eine Obduktion zeigen, woran ein Mensch wirklich gestorben ist. Und auch dazu gibt es erste Studien. Eine Auswertung von einigen hundert Fällen zeigt etwa, dass in 85% der untersuchten Fälle tatsächlich Corona die Todesursache war. Die Zahl der Obduktionen, das muss man sagen, die ist noch relativ gering und die darf definitiv noch erhöht werden. Aber was man klar sagen kann, es gibt die Tendenz, die allermeisten Corona-Toten sind auch tatsächlich an Covid-19 verstorben. Und für die hohen Infektionszahlen und die Todeszahlen haben die Corona-Verharmloser natürlich auch noch eine gute Erklärung. Die erkranken, weil sie diese Masken tragen, die Keimschleuder mit Staphylokokken drin. Und diese Keime, die ubiquitär sind und krank machen können und auch krank machen, die bekommen ihre Chance. Gerade weil sie diese Masken tragen und weil sie gestresst sind, weil das Immunsystem geschwächt ist. Alles klar. Gut, schauen wir erstmal auf die Masken und die Keime. Wir mussten ehrlich gesagt ganz schön lange suchen, um herauszufinden, wo Bagdi das überhaupt her hat. Eine Studie war es nämlich nicht. Stattdessen ein Bericht in einem Schweizer Verbrauchermagazin. Und in diesem Verbrauchermagazin haben sie an ganzen 20 Passanten in einer Fußgängerzone getestet, welche Keime in den Masken drin sind. Und siehe da, es war Staphylococcus aureus drin, ein Bakterium. Und ja, auch das gegen antibiotikaresistente Bakterium MRSA ist ein Staphylococcus aureus.
Was das Verbrauchermagazin aber nicht getestet hat, ist, ob es sich bei den Keimen tatsächlich um MRSA handelt. Denn es gibt verschiedene Stämme von Staphylococcus aureus Bakterien und längst nicht alle sind so richtig gefährlich. Ungefähr ein Drittel bis ein Viertel aller Menschen tragen diesen Keim jeden Tag auf der Haut mit sich rum. Die Zahl der gemeldeten MRSA-Infektionen ist in diesem Jahr übrigens niedriger als in den Jahren zuvor, genauso wie die Zahl der heftigen Atemwegsinfektionen. Außer Corona, das ist ja klar. Und man kann sich sicher sein, würden die Masken wirklich krank machen und Atemwegsinfektionen auslösen, dann hätte man das längst bemerkt. Der zweite Teil des Arguments von Bakti lautet, Stress und Angst sind es, die Menschen krank machen. Weil Stress und Angst das Immunsystem schwächen und man dann anfälliger für Infektionen ist. Und dieses Argument ist ziemlich geschickt. Denn tatsächlich zeigen umfangreiche Untersuchungen in Deutschland, wie etwa hier von der Uni Erfurt, dass die Menschen in den letzten Monaten gestresster, ängstlicher und auch psychisch belasteter waren. Besonders wenn die Infektionszahlen hoch waren, also im März und April und auch jetzt wieder seit Herbst. Gleichzeitig weiß man, dass Stress prinzipiell krank machen kann und es gibt auch Hinweise darauf, dass ein erhöhtes Level des Stresshormons Cortisol einen schweren Covid-Verlauf begünstigen kann. Und darum klingt das Argument, es sind der Stress und die Angst durch die Maßnahmen, die die Leute krank machen, erstmal plausibel. Aber wir haben es hier mit einer Korrelation zu tun und nicht mit einer Kausalität. Es gibt nämlich überhaupt keine Beweise, dass es wirklich der Stress ist, der die Leute da krank macht. Das ganze Feld aus Angst, Stress, psychischer Belastung ist super komplex und es ist sehr, sehr schwer, da wirklich Auswirkungen auf die Gesundheit festzumachen. Und darum ist es sehr geschickt, den Grund für mehr Todesfälle einfach in dieses sehr diffuse Feld zu legen. Natürlich kann man davon ausgehen, dass die Belastungen durch den Lockdown auch zu zusätzlichen Todesfällen führen. Aber alles darauf zu schieben, ist einfach vollkommen absurd. Schließlich gab es auch viele Länder, die zwar einen sehr harten Lockdown hatten, aber kaum zusätzliche Todesfälle. Auch dieses Argument ist also hinfällig, aber es hat System. Denn hinter der Argumentation der Corona-Verharmloser steckt eine Strategie, ob die jetzt beabsichtigt ist oder vielleicht unterbewusst. Als erstes sucht man sich eine Ungenauigkeit im System. Also zum Beispiel, dass man gar nicht so richtig weiß, wie viele Leute hatten eigentlich Corona. Und dann stellt man eine Behauptung auf, zum Beispiel, na, so gefährlich ist das gar nicht. Das ist allerhöchstens eine Grippe. Und dann sucht man sich Einzelbelege heraus, zum Beispiel die Studie von John Ioannidis. Alle anderen Metastudien, die zu einem anderen Ergebnis kommen, die ignoriert man einfach geflissentlich. Ja, und dann fordert man die andere Seite zum Gegenbeweis auf und wartet. Und erst wenn die Faktenlage so erdrückend ist, dass man damit eigentlich nicht mehr durchkommt, naja, dann sucht man sich halt die nächste Ungenauigkeit, zum Beispiel die Datenübermittlung ans RKI oder so. Und mit dieser Technik treiben die Verharmloser und Leugner die Öffentlichkeit vor sich her. Die Verharmloser behaupten irgendwas und dann müssen sich Wissenschaftler und Journalisten akribisch daran machen, das alles zu widerlegen, was eine Riesenarbeit ist. Aber genau das ist ja das Ziel. Man spricht bei diesem Phänomen auch vom sogenannten Brandolini-Gesetz. Geht zurück auf einen italienischen Informatiker aus dem Jahr 2013. Und das besagt, das Widerlegen von Schwachsinn erfordert eine Zehnerpotenz mehr Energie als dessen Produktion. Wenn man sich auf solche Diskussionen einlässt, ist man eigentlich immer in der Defensive. Denn wenn man nach ewig langer Arbeit ein Argument widerlegt hat, dann kommt einfach die nächste Behauptung um die Ecke und so weiter und so weiter. Inzwischen gibt es unzählige Faktenchecks, die diese ganzen Thesen von Wodak, von Bakti, von Schiffmann widerlegt und richtiggestellt haben. Und trotzdem halten sich die Thesen seit Monaten und werden immer weiter verbreitet. Woran liegt das? Hast du auch dieses Bakti-Video gekriegt? Das ist es nämlich, wie die Infos zu uns kommen. Nämlich ganz oft über Messenger, also von Verwandten oder Bekannten aus dem eigenen Umfeld. Und das erzeugt ein höheres Vertrauen. Wir tendieren dazu, Links eher anzuklicken, wenn enge Freunde sie teilen. Es ist halt etwas anderes, wenn eine Freundin mir etwas schickt, als wenn ich es irgendwo bei Instagram im Newsfeed lese. Es ist dann halt was Besonderes. Und das ist der zweite Punkt. Das, was wir da geschickt bekommen, das sind Außenseiterpositionen. Und Außenseiterpositionen sind immer spannender als das, was wir eh schon tausendmal gehört haben. Wenn also alle Leute sagen, die Erde ist eine Kugel, und dann kommt einer, der sagt, nee, die Erde ist eine Scheibe, dann klingt das erstmal interessanter, auch wenn es falsch ist. Ja, solche Außenseiter spielten in der Wissenschaftsgeschichte immer wieder auch eine wichtige Rolle. Also Isaac Newton, Albert Einstein, Galileo Galilei. Auch diese Wissenschaftler wichen mit ihren Theorien vom damals jeweils aktuellen wissenschaftlichen Weltbild ab und setzten sich dann erst später durch. Einige Corona-Verharmloser
gehen jetzt ernsthaft so weit und sagen, Bhakti ist der Einstein unserer Zeit. Ja, der riesige Unterschied ist natürlich, dass sowohl Newton als auch Einstein ihre Theorien richtig in mathematischen Modellen dargestellt und ausgearbeitet haben, während die anderen einfach nur sagen, hier ist meine These, beweis mir das Gegenteil. Das eine ist halt richtiges wissenschaftliches Arbeiten und das andere nur heiße Luft.